Jawohl, zurück in Tottenham, zweiter Durchgang. Nigeria führt, hat Anstoß in Grün von links nach rechts. Wir sind höchst gespannt auf die Reaktion der Favoriten aus Kolumbien, wie diese sich nach diesem 0:1 zur Pause jetzt hier präsentieren werden im zweiten Durchgang. Victor Moses, der Torschütze, nach wunderbarer Vorarbeit von Peter Odemwingie zum 1:0 für Nigeria. Uruguay und Chile, wir haben es angesprochen, konnten ihre Rückstände jeweils drehen, allerdings noch vor der Pause. Brasilien konnte es nicht und hat verloren gegen die spanische Mannschaft. Argentinien und Ecuador, die dann im Laufe der nächsten Tage noch ins Turniergeschehen eingreifen werden. Emenike. Onati. Also ist zu harmlos. David Ospina im Bild, Torwart von Arsenal London. Mit dieser tollen Tat Ende des ersten Durchganges, als er Nigerias zweite Chance bis dahin verhinderte. So steht es zur Pause nur 1:0 für Nigeria, aber Kolumbien braucht jetzt auch mal das Zeichen. Offensiv über Falcao, über James, über Jackson Martinez. Torgefährlich sind sie eigentlich alle mal. Bislang allerdings haben sie das noch nicht zeigen können an diesem späten Nachmittag hier in Tottenham. England, das sich höchst begeistert gezeigt hat nach dem Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz im ersten Spiel dieses Tages. Gab einige, die sich solidarisiert haben, die gesagt haben, ja, dann kann doch alles eigentlich schon klar sein. England gegen Deutschland, das Finale. Bislang die einzigen Mannschaften, die ihre Spiele so klar gewinnen konnten, wie die Konkurrenz es nicht geschafft hat. Mit diesem 4:1. England gegen Kamerun, Deutschland gegen die Schweiz. Fakt ist aber auch, sollten beide die Gruppe gewinnen, dann wäre es das Halbfinale, denn dann würde man sich frühestens im Halbfinale treffen. Im Finale dann eine andere Partie. Oder den hier. Etchiele. Moses. Cuadrado. Aguilar. Mit James. Nochmal James. Danke ist nicht gut genug für Falcao und Jackson Martinez. Zweite Chance. Wieder rechts raus für James, diesmal über Aguilar. Und Falcao versucht es mal. Nochmal nachgesetzt, noch nicht im Aus. Nigeria kriegt den Ball nicht weg. James schießt Oboabona an. Doppelchance für Kolumbien. Weil die afrikanische Verteidigung erstmals unsicher agiert. Andere Seite. Onati und Ambrose. Verschenkt an Aguilar. Martinez. James. Wieder Jackson Martinez. Links raus für Pablo Amiro. Martinez hat er stark gemacht. Geht Mitspieler abgeschüttelt. Falcao. Cuadrado gegen Etchiele. Gibt Einwurf und der erste Wechsel. Freddy Guarín kommt für Aguilar im Mittelfeld der Kolumbianer. Uche kommt für den Vorbereiter des Tores für Odemwingie bei Nigeria. Erste Wechsel auf beiden Seiten bei Steven Keshi und bei Jesse Pickermann. Falcao. Cuadrado hängen geblieben an Etchiele. Macht er bislang ganz gut, der Außenverteidiger. Der Mann von Monaco, Helderson, Etchiele.
immer wieder gute Aktionen gegen James oder auch gegen Cuadrado, die immer wieder die rechte Seite suchen. Links Ambrose kaum gefordert. Zuniga. Macht er alleine, durchgesetzt. Sanchez für Falcao. Schuss noch abgewälzt. Und wieder kann Nigeria klären. Kein Durchkommen für die kolumbianische Mannschaft. 20 Minuten haben sie hier noch gut an der White Hart Lane bei ausverkauftem Stadion. Das sind etwa 35.000 Zuschauer, die hier in Tottenham das Spiel bei bestem Wetter nach wie vor verfolgen. Aufgeheizt vom hohen Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Schweizer. Bislang eine Partie, die deutlich ruhiger verläuft. Freistoß für Kolumbien. Und vielleicht dann ja auch mal die Chance aus dem Standard, diese Fans, die hier eine tolle Stimmung machen hinterm Tor von Enyama, mit dem Tor zu beglücken. Cuadrado wird ausführen für Kolumbien. Ausgeköpft, keine Torgefahr. Franco. Guarin. Einmal quer gespielt für James. Amero, gut durchgelassen von Falcao. Aber Amero kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Deswegen gibt es Abstoß für Enyama. Dritter Wechsel. James geht. Quintero kommt. Der Mann von Madrid, der den Platz verlässt. Quintero spielt bei Porto. Mannschaftskollege von Jackson Martinez. Kann er jetzt vielleicht Kolumbien zurückbringen? 20 Minuten bleiben der Mannschaft noch, um hier in Tottenham die Antwort zu finden auf das 1:0 Nigerias. Wäre ein überraschender Sieg der nigerianischen Mannschaft, die als nächstes dann gegen Neuseeland spielt. Gegen Russland. Kolumbien wird spielen gegen Neuseeland. Für Nigeria geht es in Newcastle weiter. Kolumbien spielt im Old Trafford. Im Stadion von Falcao. Moses geht, Tor gemacht. Und Obasi kommt, der Mann von Schalke. Einer der wenigen Bundesliga-Akteure, die auf beiden Seiten in den Aufgeboten sind. Bei Kolumbien wäre noch ein Stürmer mit Adrian Ramos. Jetzt aber erstmal der Blick auf Obasi und auf die letzten 15 Minuten hier in Tottenham an der White Hart Lane. Martinez. Quintero wieder raus für Jackson Martinez. Sanchez abgelegt für Guarin. Nochmal Sanchez, zu kompliziert gespielt. Cuadrado für Falcao. Abgefälscht, Ausgleich. Eigentor, meine ich. Jetzt war es aber klar zu erkennen vom Innenverteidiger. Und das ist das 1:1. Oshaniba ist es, der den Ball ins Tor befördert. Omar Bonavas. Unglücklich gelaufen. Erstes Eigentor dieses Turniers durch Godfrey Oboabona, Mann von Rizespor, Mannschaftskollege des Torschützen aus dem Eröffnungsspiel, Leonard Kolk. Und jetzt aber nochmal der Blick auf diese Partie. Was geht jetzt? Kolumbien kriegt hier durch den Abwehrchef das Tor geschenkt. Onati, Ballverlust, Quintero. Guarin, 10 Minuten noch und auf einmal drückt Kolumbien hier, ins Spiel gebracht vom Gegenspieler. Carlos Sanchez, aufgehalten von Oboabona.
Onati. Mikel Ute. Eingewechselter Mann bei den Super Eagles aus Nigeria. Flanke für Ute. Ambros. Obasi. Onati. Mikel. Emenike gegen Suniga. Gebt der Stoß für Nigeria. Vier Minuten noch, vielleicht die Chance zur Vorentscheidung für Nigeria nochmal vorzulegen. Eckstoß, das macht jetzt Obasi von der rechten Seite. Schauen wir mal, erstmal kurz ausgeführt mit Owuabona und Onati. Toll gespielt, schöne Kombination. Onati und übers Tor drüber. Wechsel bei Kolumbien, Falcao geht und Bakker kommt für die letzten drei Minuten hier in Tottenham. Es gibt nochmal Abstoß für David Ospina und Bakker, der jetzt kommt, Europa League-Sieger mit Sevilla. Ersetzt einen harmlosen Falcao, der dennoch das Tor eingeläutet hat durch seine Aktion. Cuadrado, Jackson Martinez. Quintero, Sanchez, nochmal Quintero. Kolumbien jetzt ohne Falcao, ohne Rodriguez. Dafür mit Quintero, mit Bakker. Jetzt am Ball. Bakker im Zusammenspiel mit Sanchez. Quintero, Sanchez. Hat Platz und legt rein für Guarín. Schön angespielt, aber gescheitert vom Tor von Enyama. Klasse angespielt, Guarín verstolpert den Ball. Deswegen keine Torgefahr. Carlos Bakker, erste Aktion des eingewechselten Mannes. Nachspielzeit läuft, nochmal Nigeria mit Ute. Abgegrätscht, gibt noch eine Ecke für Nigeria. Blick auf die kolumbianischen Fans, die genau wissen, wie glücklich dieses Tor war. Eckstoß nochmal für Nigeria. Die Fans stehen hinterm Tor. Obasi. Kurz ausgeführt. Nochmal Ambrose. Kolumbien kriegt den Ball nicht weg. Onati. Ichi Elide. Mit der Reingabe. Und das ist die nächste Chance für Obasi. Noch nicht Schluss in Tottenham. Klasse Flanke. Emenike war es. Klasse Flanke von Ichi Elide. Und dann vielleicht die letzte Chance hier in Tottenham, doch noch den Sieg zu holen für Nigeria. Carlos Bakker, andere Seite nochmal. Quintero im Zusammenspiel mit Bakker. Ballverlust. Und das war's in Tottenham. Kolumbien gegen Nigeria 1:1. Nach 19 Minuten das Unentschieden in dieser Gruppe. Ein toller Auftritt der Nigerianer. Ein glücklicher Ausgleichstreffer für Kolumbien. Und das bringt zunächst einmal eine Punktezahlung für beide Mannschaften. Heute Abend später noch Russland gegen Neuseeland. Wir schauen dann nach diesem Spiel der Gruppengegner auf die Tabelle nach dem ersten Spieltag. Er ist das erste Eigentor, das wir gesehen haben heute in Tottenham. Eine tolle Führung Nigerias über Emenike. Und dann der Ausgleich, nicht ganz unverdient, aber unglücklich für Nigeria. Das war's heute Abend, 22 Uhr deutscher Zeit, aus dem Stadion von Arsenal. Neuseeland gegen Russland, die Gruppengegner Kolumbiens und Nigerias. Wir warten kurz und melden uns dann wieder aus London. Bis gleich, tschüss aus Tottenham.